allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaine, die Reine, die Lady des Lichts. Ritterin des goldenen Astes, Heilungswunde. Gewissen der Sommerfeien, Herz des Frühlings, des Tags, so ihre Weihen. Einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Ihr habt euch das falsche Dorf ausgesucht, mein Freund. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Nun, da seid ihr der Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl. Dann auf bald. Ja? Mitaru glaubt an Gerechtigkeit, an Gleichheit, an Ordnung. Was ist das für eine Ordnung, bei der wenige die vielen unter... Willkommen in der Mission von St. Otwig. Ich würde euch ja hereinbitten, aber unser Orden war in der Vergangenheit zu vertrauensselig. Wir versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen. Obwohl, man weiß ja nie, ob man nicht gerade einer Prüfung des Glaubens unterzogen wird. Ihr kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ich Hilfe benötige. Vielleicht ist das ja Mitarus Werk. Wir von St. Otwig arbeiten seit Jahren daran, uns auf diesem Hügel zu etablieren. Es gab dabei einige Rückschläge. Der Ruf der Feienlande erreicht nicht nur taube Ohren. Und viele unserer Jüngsten sind nicht stark genug, ihm zu widerstehen. Nehmt zum Beispiel Bruder Egan. Vor 2 Nächten sollte Egan draußen Feuerholz holen. Er ist bisher nicht zurückgekehrt. Wir müssen ihn finden, bevor ihm etwas zustößt. Mitaru sei gesegnet. Sein Befehl steht über allem. Bruder Egan wurde zuletzt nordöstlich von hier gesehen, abseits der Straße bei den Feienruinen. Bitte findet ihn. Vielleicht können wir euch dann mit offenen Armen bei uns aufnehmen. Egan wurde zuletzt im Wald außerhalb der Mauern gesehen, direkt nördlich des Dorfes. Möge Mitaru euch beschützen. Was verbirgt diese Mission? Warum sind ihre Tore stets Nehmt euch geschlossen? Im Wald in Acht. Das sind die Fragen, die wir stellen sollten. Helft mir, die Mission als das zu enttarnen, was sie wirklich ist. Ein Gefängnis für Ideen, in dem sie uns auf ewig einzusperren hoffen.
Aber ich sage euch, der Geist darf nicht in einen Käfig gesteckt werden. Oh, hallo. Ja? Ja? Was sollte ein sterblicher Vagabund von Kasmaran dem Ewigen wollen, dem Boten des Feienvolks? Sprecht! Meine Zeit mag ewig sein, aber wertvoll ist sie dennoch. Wartet! Vater Dünvel schickt euch, nicht wahr? Der alte Narr. Sein Weg zur Macht war zu mühsam und jetzt will er mich auch bremsen. Ich habe neue Freunde. Feienfreunde! Sie heißen Finna und Arbos und sie haben geschworen, ihre Geheimnisse mit mir zu teilen und mir wahre Magie zu schenken. Sie wollen dafür einen alten Schatz, der in den Höhlen des Wasserhallengrundes vergraben ist. Ich werde ihn holen. Irgendwann, sobald ich... sobald mir danach ist. Also gut, wenn ihr so edel sein wollt, aber rechnet nicht mit einem Anteil des Schatzes. Das ist mein Schlüssel zu einer mächtigen neuen Zukunft. Einer Zukunft voller Magie und Wunder. Gehen wir. Er liegt in den Höhlen des Wasserhallengrundes, einer Zuflucht der wilden Feen. Dann auf bald. Ruhm für Kasmaran!
Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selkie-Schleier. Vater Dünnwell und die anderen sind Narren und ihre alberne Mission wird verrotten und einstürzen. Man sieht sich. Wir müssen den Schleier finden. Thank you.
achtet auf wilde Feen. Gehen wir.
Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat einen Freund gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feier gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Verflucht! Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Ihr bringt den Säugling Egan am besten in seine Wiege zurück. Seine Mutter macht sich bestimmt Sorgen. Ein reizender Junge, wenn auch etwas einfältig. Mein Bruder, ich hoffe, dass... Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell, kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Dann auf bald. Schluss mit dieser Unterdrückung! Schluss mit den Lügen! Schluss mit der spirituellen Überheblichkeit und dem Anspruch auf Überlegenheit! Mitaru... Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht! Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte, und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Dann auf bald. Ein schön bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet und dafür ist euch St. Otwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache, denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist.